Ein wunderschöner Tag geht zu Ende hier bei der Karosserie Seide in meiner Schaf. Family Day, ganz viele Leute waren da. Wir haben richtig tolle Sachen heute erlebt. Der Joey Kelly ist jetzt noch live auf der Bühne mit seinem Vortrag. Zuvor wurde das Bobbycar versteigert für sage und schreibe 1700 Euro. Und wir sind total geflasht. Das Geld kommt zugunsten der Kindergärten hier in meiner Schaf. Michael die Idee hatte mit seiner Schwester Katrin und Vater, Toni. Ich sagte ja so, wenn ihr so ein Fest macht, ich glaube, da kommt vielleicht so ein paar Nachbarn. Und dass hier heute Hunderten von Menschen gibt und gerade eben, habe ich das richtig gehört, 1750 Euro für den Bobby, für den guten Zweck. Ein Applaus, oder? Das ist Wahnsinn. Was sagst du? Bist du begeistert von dem heutigen Tag? Unglaublich. Absolut amazing war das. Es war der Hammer. Es war alles, wie wir es uns eigentlich in den kühnsten Träumen nicht erträumen konnten. So viele Menschen, es war alles familiär, es waren keine Unruhen, es war alles, also ja, 100%. Michael, wie war der Tag für euch heute? Einfach nur genial. Also sowas von kribbelnd und bibbernd und ist einfach eigentlich unbeschreiblich. Wie hast du es empfunden, Michael? Wir hatten gewisse Erwartungen und ich muss sagen, es wurde alles übertroffen. Ich bin so begeistert von unseren Gästen, so tolle Gäste hier zu haben. Diese Steigerung, unglaublich. Ich bin begeistert. Gibt es eine Wiederholung? Wir denken noch nicht drüber nach, aber sag niemals nie. Uns fällt bestimmt nochmal irgendwas ein, wofür wir irgendwie hier alle Regionalen zusammentrommeln und sagen, wir machen wieder was. Also für den Start war es gut. Das nehmen wir nochmal hin. Von Stadt-TV sagen, danke für den wunderschönen Tag. Bis bald, schaltet ein, Stadt-TV.